Abfragen in Scratch ist das Thema dieses Videos und das zeige ich dir wieder hier im Scratch Online Editor. Als erstes hole ich mir mal zwei Figuren herein. Die erste Figur ist dann unsere Katze, die fliegende Katze, die fliegende Scratch Katze. Und als zweites hole ich mir dann hier, was nehme ich mir denn da herein? Kann man sich da entscheiden? Einen Elefanten herein. Und ich tue jetzt mal so, als würde die tapfere Katze dann den Elefanten jagen. Und das kann ich einmal ganz einfach machen. Ich habe das im vorgehenden Video schon beschrieben. Ich könnte hierher gehen und könnte hier eine Schleife nehmen, nämlich eine Endlosschleife, also alles, was da drinnen ist, in diesem Wiederhole-Fortlaufen-Block, wird hier unendlich oft wiederholt. Damit das Programm startet, nehme ich mir wieder, wenn die grüne Fahne angeklickt oder wenn ich hier aufklicke, startet das Programm. Wenn ich jetzt hierher klicke, tut sich mal momentan gar nichts, ja, weil ja in dieser Endlosschleife noch nichts drinnen ist. Wenn ich jetzt hier auf Bewegung gehe und hier 10er Schritte wähle, dann würde dann in dem Fall, weil ich hier diesen Codeblock für diesen Elefanten gemacht habe, würde dann hier da in die Unendlichkeit, würde dann unsere Katze dann da herausfliegen, ja, über die, in dem Fall, was die Richtung ist, über diesen Elefanten hinweg. Dann kommen wir zu einem Bereich, wo ich dann diese Abfragen hineinnehmen werde. Ich habe hier einen Falls-Dann-Block, Falls, und was da drinnen steht, erfüllt ist, dann soll etwas passieren. Und da nehme ich mir etwas, ich nehme hier diesen Block und beim Bereich Füllen, in der Registerkarte Füllen, wird Farbe berührt. Das heißt, wenn ich jetzt hier hineingehe, falls in dem Fall hier die Katze diese Farbe berührt, dann soll etwas passieren. Und in dem Fall möchte ich dann aber natürlich, dass hier dann dieser Elefant erwischt wird. Und den Elefanten kann ich erwischen, indem ich die Farbe mir festlege, das heißt, wenn die Katze spürt, wenn sie daherkommt und auf blaue Farbe kommt, dann soll sie etwas machen. Wenn ich hierher gehe, dann verändert sich der Mauszeiger. Du siehst, dass hier sich die Farbe verändert. Ich drücke jetzt mal nichts, gehe jetzt hierher, drücke jetzt mit der linken Maustaste drauf und jetzt ist diese Farbe eingestellt. Das heißt, falls die Katze diese Farbe berührt, soll etwas passieren. Ich mache was ganz Einfaches, ich gehe auf Aussehen und sage dann, ich habe dich erwischt. Muss ich schauen, dass ich mich nicht vertippe. Ich habe dich erwischt. Könnte man jetzt mit Rufzeichen abschließen. Und ich starte mein Programm. Und er läuft dann ständig. Ja, und schreit dann, wenn er sie erreicht hat, dann ich habe dich erwischt. Damit das Ganze etwas langsamer abläuft, gehe ich hier nochmal zur Steuerung, gebe hier ein Warte, eine Sekunde Warten hinein, schauen wir uns das jetzt an. Und er geht langsam voran. Und jetzt sieht man schon, ich habe dich erwischt. Und jetzt geht es aber immer noch weiter. Das heißt, das Programm würde dann herausfliegen, würde dann irgendwann einmal nicht mehr sagen, schauen wir daher, ja, würde es dann nicht mehr sagen. Das ist nicht ganz so günstig. Das Beste wäre, wenn er das Programm mal beenden würde. Dann nehme ich einen anderen Codeblock, gebe diesen jetzt heraus, diesen falls berührt. Und du ahnst es vielleicht schon. Falls die Farbe berührt wird, ich habe dich erwischt. Und ansonsten soll er sagen, ich habe dich immer noch nicht. Dann hole ich mir hier diese Aussage rein. Oder bald habe ich dich. Bald habe ich dich. Und das schieben wir dann natürlich wieder in die Endlosschleife hinein. Und wir schauen uns das jetzt einmal an. In dem Fall geben wir die Katze daher. Und wir starten das Ganze. Eine Sekunde, bald habe ich dich. Er bleibt dabei. Bald habe ich dich. Und dann berührt er hoffentlich bald einmal den. Jetzt habe ich dich erwischt. Ja, und solange er eben dann hier ist, macht er das. Gut, ganz zufrieden bin ich noch nicht. Ich möchte, dass das Programm beendet wird, wenn er ihn erwischt hat. Und das kann man dann machen hier. Bei der Steuerung gibt es hier etwas, da steht dann Stopp alles. Diesen Befehl nehmen wir jetzt. Und den füge ich jetzt hier hinein nach Ich habe dich erwischt. Geht es hierher. Bald habe ich dich. Bald habe ich dich. Bald habe ich dich. Und
Ich habe dich erwischt. Jetzt haben wir das gar nicht mehr sehen können, damit wir das ein bisschen verzögern können. Gehen wir hier wieder zu der Steuerung und geben hier hinein, vielleicht soll er 2 Sekunden warten. Also ihr seht, man kann immer wieder beim Coden, beim Programmieren ein bisschen herumexperimentieren, dass es noch besser funktioniert. Bald habe ich dich, bald habe ich dich, bald habe ich dich, bald habe ich dich. Ich habe dich erwischt. Es wartet 2 Sekunden und das Programm ist beendet. Ja, in diesem Video hast du jetzt gelernt, was man unter Abfragen versteht. Und du hast kennengelernt die Falls-Dann-Abfragen oder die einfache Falls-Dann-Abfrage. Dann als nächstes werden wir uns dann im kommenden Video dann anschauen, wie man mit Variablen arbeiten kann und wie man dann Werte für Variablen, also bestimmte Zahlen zum Beispiel, auch miteinander vergleichen kann. Auf bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Programmieren mit Scratch, beim Coden mit Scratch.